10 Jahre hat's gedauert, Kilometer musste ich gehen, Fremde kennengelernt und Freunde mussten gehen. 1939, meine Schwester ist schon weg, mein Vater habe ich da das letzte Mal gesehen. Mit 11 Jahren, meine Reise beginnt, erster Stopp Polen, mit Mama alleine gegen den Wind. Ziel, Familie, wir fliehen. Erster Rückschlag, an der Grenze erwischt, Gestapo-Mann hilft, geht durchs Gebüsch. Grenze überwunden, nur noch Angst steht uns im Weg durch den Wald. Erste Hoffnung ist gesät. Wilna, der Krieg holt uns ein, Bomber, Leute schreien, ich 20 Meter daneben, vor Schreck mein Herz am Beben. Ziel, Familie, ich will leben. Ich versetzt meine Mutter nicht, wir müssen Abschied nehmen und ich alleine gehen. Mama, ich vermisse dich. 1 Jahr, 5 Lager, ich werde immer dürrer. 100 Gramm Brot pro Tag, ein Freund, der hilft mir immer. Füße wund und die Knochen schwer. Freund getragen, sein Körper leer. Nächstes Lager, nächste Prügel, wir kommen an, drin Flammen hängen, mitten auf dem Platz, der Angst hat mich gerafft. Typus und Ruhe, meine Begleiter, stets dabei wie meine Angst. Ziel, Familie. Ich mache weiter. Eingepfercht im Zug, eiskalt, pendeln ohne Halt. Explosion, ein Schreischall, ich sehe nicht viel, Unwissenheit und dann Freiheit. Der Stern der Hoffnung auf einem Instrument der Gewalt. Bild von Deutschland gebrochen, Hoffnung in Deutschland erloschen. Was mache ich nun mit meiner Freiheit? Vertrauen in mein Land verloren, keine Heimat mehr. Ziel, Familie. Ich reise weiter. Deutschland, Ade, du hast mich verletzt, ich gehe. Kurs ist bereits gesetzt. Israel, ich komme illegal. Italien, nur als Sprungbrett, um weiter zu gelangen. Kurz zum Ende, abgefangen, festgesetzt auf Zypern. Scheißegal, nun gebe ich nicht mehr auf. Ziel, Familie, ich halte durch. 1949, Israel, ich bin da, ein Jahr später, Familie bereits geplant. Heute mit 91, 80 Jahre ist es her, Ziel erfüllt, meine Familie gebe ich nicht mehr her. 3 Kinder, 8 Enkel und ein Urenkelchen. Deutschland brauche ich nicht mehr, meine Familie ist jetzt hier. Ziel, Familie. Ich hab's geschafft. Was ich euch jetzt noch mitgeben möchte, ist,